Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Dank an die Firma Enster. Das ist eine Outdoor-Kamera oder Sicherheitskamera. Und dann würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro. Die Firma Enster hat mir dieses Produkt zur Verfügung gestellt. Den Kanal verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Findet ihr definitiv auf Amazon. Und das ist eine LTE bzw. 3G-Kamera mit einer SIM-Karte. Und dann würde ich sagen, packen wir das jetzt mal gemeinsam aus. Wir packen das nur ganz kurz aus, um den Verpackungsinhalt uns anzusehen. Und dann werden wir das mal kurz einrichten. Ja, das ist der Aufkleber, ist bei allen Sicherheitskameras, die im Außenbereich sind, zum Ankleben. 4G hat 2K, glaube ich, im Aufnahmemodus. Hier ist ein Netzteil dabei. Hier ist die Kamera. Und hier ist ein bisschen Zubehör noch und ein Montageset. Ich gehe mal aus der Kamera raus. Und das ist die SIM-Karte. Die liegt damit dabei. Ja, und die werden wir gleich gemeinsam einsetzen und dann auch kurz einrichten. Und bevor wir zur Kamera kommen, gucken wir uns mal die Gebrauchsanweisung an oder Anleitung. Hier ist einmal auf Englisch, auch auf Deutsch. 4G, das ist die SIM-Karte, die dabei ist. Alles, was dabei ist. Beziehungsweise, das sind Kundenvorteile. Dann könnt ihr eine Speicherkarte kriegen oder ein Verlängerungskabel kriegen oder zusätzlich 180 Tage Garantie. Und hier seht ihr schon mal die Kamera. Die hat zwei Kameras. Einmal ein HD-Objektiv, das sind beides. Der untere Teil ist schwenkbar und der oben ist Stahl, das ist in eine Richtung. Infrarot, warmes Licht und das zeige ich euch gleich auch in der Kamera. Hier ist einmal der SIM-Karten-Slot, Reset-Taste und Speicherkarte. Die Speicherkarte ist im Lieferumfang nicht dabei. Hier seht ihr das, was auch in der Box enthalten ist. Einmal das Netzteil, Zubehör, zum Abdichten, das ist hier Abdichten, so eine Dichtung und alles dabei. Handbuch, das habe ich hier gerade in der Hand. Hat auch einen Lautsprecher, also ihr könnt auch sprechen oder Sirene. Hier sind die ganzen Versionen, um das zu installieren, die App, aber das machen wir gleich. Und doch, das finde ich ganz gut, ist hier in Deutsch beschrieben, vielleicht nicht ganz korrekt, was die Leistungsdaten sind, Video-Audio-Bereich, in welchen Formaten. Also Videoformat H265, Nachtsichtentfernung ca. 20 Meter, Erkennungsentfernung, also um Menschen oder ein allgemein Objekt, Tier, ähnliches, 15 Meter, läuft mit Gleichstrom. Die Speicherkartengröße ist auf 128 oder bis zu 128 GB. Und hier sind dann die ganzen Zeichen, Monitor an, Monitor aus, lokaler Speicher, Wiederholung, Foto, Lautstärke, SD- oder HD-Anpassung, das Aufstellen, also ein Bildanpassung. Aber ich glaube, das ist in der App besser zu erklären. Dann packen wir mal das gute Stück aus. Also ihr könnt das auch mit WLAN verbinden, aber es geht na klar auch über die SIM-Karte. Hier seht ihr die HD-Kamera und die entsprechenden LEDs noch dazu. Hier genau das gleiche. Ich hebe mal die Antennen an und dann könnt ihr das auch sehen. Das ist
drehbar. Und hier kommt zum Beispiel die SIM-Karte rein. Und da oben die Speicherkarte. Und da seht ihr auch die Reset-Taste. Ja, das war es eigentlich schon. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal im Detail an, wie das mit der App aussieht. Gut, vorab werden wir erstmal die App installieren. Ich habe mir mein Tablet dazu geholt. Moment, geht sofort los. Und ich bin hier auch im 5G-Bereich. So, ich hole das nachher im App Store raus. Und hier seht ihr das schon. Wollen wir das mal laden? Also ihr seht das auch, dass ich hier im 5G-Bereich bin. So, die App habe ich jetzt geladen. So sieht das jetzt beim Start aus. Wir machen das hier vollen Zugriff. Jetzt können wir hier Tracking erlauben oder ablehnen. Wir erlauben das jetzt hier mal. Und ja gut, hier habe ich zum Beispiel die Mitteilung. Möchte ich, dass die Mitteilung gezeigt wird? Ich möchte es jetzt mal nicht. Das kann man später immer noch konfigurieren. Und jetzt schließen wir die Kamera mal an. Ich habe schon Strom hier schon beiseite gelegt. Das ist das Netzteil. Und das ist der Stromanschluss. Hier habt ihr einen Anschluss für Netzwerk. Aber das müsst ihr nicht. So, das habe ich jetzt angeschlossen. Ist auch alles angeschlossen. Es fängt schon mal an zu leuchten. Gerät zu diesem Account hinzufügen. Okay. Nein, also ich möchte es jetzt nicht. Auch auf Apple Watch kann das übertragen werden. Jetzt wollen wir das Gerät hinzufügen, die Kamera. Eine 4G-Kamera. Dann müsst ihr jetzt hier ein erlauben. Dann müsst ihr das jetzt hier einscannen. Ist auch passiert. Ihr hört auch schon den Motor. So hinzufügen. Ich kann es jetzt mit dem lokalen Netzwerk verbinden oder auch nicht. Ich erlaube es jetzt mal nicht. Da ist ja eine SIM-Karte drin, die müsste normalerweise jetzt bestätigt werden. Hier steht jetzt verbinden. So, jetzt steht auch online. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die SIM-Karte zu aktivieren. Ist mit Kosten verbunden. 30 Tage 9 Euro mit 3 GB. Hier gibt es 36 GB für 360 Tage, 89 Euro oder 60 GB für 179 Euro. Kann man machen, muss man nicht. Das ist natürlich euch überlassen. Wie richten Sie jetzt mit dem WLAN-Netzwerk ein? Ich habe das nicht mit dem WLAN verbunden. Ich bin nach wie vor im 4G-Netz und das ist mit 300 Megabyte kostenlos. Gut, das ist natürlich nicht viel. Da ist der Speicher oder das, was ich an Datenrate habe, echt wenig. Ich würde dann empfehlen, das per WLAN zu machen. Es sei denn, man möchte das nicht oder man hat natürlich auch keinen WLAN-Router. Dann sollte man sich das natürlich überlegen, ob man das von einem Netzbetreiber vor Ort holt oder die Karte benutzt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist im Vodafone-Netz drin. Obwohl die Karte nicht von Vodafone ist. So, die ist jetzt aktiviert, aber immer noch nicht über WLAN. Und hier seht ihr beide Bilder. Einmal auf meinem Tablet. Und ich habe jetzt hier diese Kameraeinstellungsschablone. Ich gehe mal mit dem Finger mit dem ersten links. Moment. Dass ihr das auch hier sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist die oberste Kamera. Jetzt komme ich von unten. Das ist die unterste Kamera. Und ihr seht, es ist im oberen Bild nicht zu ersehen. In der unteren habt ihr natürlich die Möglichkeit, das alle hoch und runter, links, rechts. Ich
Ich hoffe, ihr hört das ein bisschen, diese Motorgeräusche. Und wir können ja klar in beiden Bildern ranzoomen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also ich bin jetzt ziemlich dicht dran. Es rauscht na klar ein bisschen. Ich hätte es gerne auch draußen aufgebaut, aber das regnet gerade. Und hier haben wir dann klar, nehmen wir den Zoom wieder zurück. Das ist die unterste Kamera. Und jetzt machen wir das mit der obersten Kamera auch nochmal. Das ist doch ein besseres Bild. Und wir haben jetzt auch Lautsprecher und Mikrofone. Also wenn es zu einer Rückkopplung kommt, dann tut es mir leid. Aber wir wollen es ja mal testen. Erlauben. Hallo, hallo. Das wollt ihr jetzt noch nicht. Versteht ihr mich? Versteht ihr mich? Das möchte wohl noch nicht sprechen mit mir. Hallo, hallo. Ich vermute mal, das liegt an der fehlenden Speicherkarte, was ich zwar nicht glaube, aber wir testen das nochmal. Hallo, hallo. Also ich habe es jetzt nochmal ausprobiert mit dem Sprechen. Es kommt zwar ein Signal an, wird auch übertragen, aber man hört es nicht. Das kann sein, dass ich jetzt noch keine WLAN-Verbindung habe. Aber gut, das werde ich mal ausprobieren. Hier haben wir noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr. Die Lautstärke, Eingangslautstärke, Ausgangslautstärke. Nachtmodus, also jetzt ist das hier auf intelligent, Color, also wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Voreingestellte Nummer, anrufen, wie auch immer, das kann man dann alles ändern. Also wir haben hier ganz, ganz Helligkeit, Kontrast, Sättigung. Ich habe jetzt hier nur hier so ein Schwarz-Weiß-Bild, was ja nicht schlecht ist. Ja, hier habe ich die Möglichkeit, dass ich dann das Verfolgen aktivieren kann oder deaktivieren kann. Jetzt habe ich es aktiviert und dann geht die untere Kamera automatisch der Person nach oder dem Tier nach. Das kommt ja darauf an, wo ihr es angebracht habt, wo das drauf hinschaut. Auf jeden Fall, ich finde das gar nicht mal so schlecht, dass zwei Kameras sind. Eine, die den ja einen bestimmten Raum abdeckt und dann kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt mal die unterste Kamera richtig runter mache, dann kann ich ja fast auf den Boden gucken. Und so habe ich einen kleinen größeren Spielraum. Also die Kamera für den Preis richtig, richtig gut. Liegt, glaube ich, so um die ca. 80 Euro. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber schaut auf den Link, den ich in der Videobeschreibung hinterlassen habe. Und dann würde ich sagen, soll es das ja auch gewesen sein. Ich will die jetzt noch ein bisschen testen und werde nochmal ein Fazit darüber machen. Bis zum nächsten Video, euer Tech. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, euer Tech Dave.